Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Mungo, fight all monsters. Mungo, Anwalt, Außendienst. Mitarbeiter sind Genies. Mit Liebe und Hingabe recherchieren sie Hintergründe aus vergessenen Tagen. Wie nochmal gleich Dinge waren. Wenn etwas erledigt ist, dann gibt es dafür die Redewendung, der Hase sei über die Höhe. Er ist der Gipfelstürmer, der auf seinem Weg dorthin über Leichen geht wie Reinhold Messner. Follow the White Rabbit. Er ist aber gar nicht über die Höhe, sondern er springt nur hoch. Vor Freude ob dieses Beitrags und dass ich einige Zeit verstreichen ließ, bevor ich die schon seit einiger Zeit in meinem Besitz befindlichen Indizien und Möglichkeiten aufzeigen will, in diesem langen, aber nicht langweiligen, nicht kurzen, aber kurzweiligen Beitrag, voller attischem Salz. Also das genaue Gegenteil von Noaks Livestreams, um es mal deutlich zu sagen. Wenn es dir nicht schmeckt, das attische Salz und die Infos, die ich hier preisgebe, dann wisse, sie sind öffentlich. Man kann alles hier öffentlich genauso nachahmen, wie ich es hier auch tue. Von daher, lass dir ruhig die Suppe versalzen vom ewigen Mungo. Es geht hier erst einmal um einen Grundbuchauszug des Anwesens, der Liegenschaft, wo sich Andreas Noack angeblich am Tag seines Todes aufhielt. Über diese Seite Compass HF Data kannst du dir, ohne dich registrieren zu müssen, von einer beliebigen Liegenschaft einen Grundbuchauszug anfordern, ganz legal. Hier ist das Anwesen in Kärnten im Lavanttal in der Nähe von St. André. Hier ist übrigens die Kirche, wo sich auch sein Grab befinden soll. In dem Beitrag von der Gedenkfeier sind sie also von hier bis zu dieser Kirche gewandert über Nacht. Hier noch einmal die Liegenschaft mit den zwei Gebäuden. Diese Bilder berufen sich auf Aufnahmen seit September 21, heißt es. Ein Dr. Andreas Noack war dort niemals gemeldet, soweit ich recherchieren konnte. Daher der Grundbuchauszug. Was aber nun seltsam ist als erstes, ist, dass unter genau der gleichen Adresse, also Pustritz 23 St. André, jemand, der Srečko Novak heißt, am 23.05.2017 an dieser Adresse ein Baugewerbe angemeldet hat. Bauwerksabdichter sei er, Gisa-Zahl und GLN der öffentlichen Verwaltung sind hier mit angegeben. Und in der kleinen Karte, die es hier auch noch gibt, ist klar zu erkennen, dass es genau dieses Gebäude ist, wo auch Andreas Noack angeblich lebte. Gisa-Zahl. Schauen wir nach, was wir darunter finden können. Hier eine Gisa-Abfrage über ein Gewerbe. Ich füge die Nummer ein
und schauen wir uns an, was es an Gewerbeinformationen gibt. Gewerbeinhaber bzw. Gewerbeinhaberin Novak Sreczko, geboren am 8. Februar 1964. Standort des Gewerbes 9433 St. André. Ein Dr. Andreas Noack wird nicht aufgeführt. Seltsam genug, dass Noack und Novak sich schon ziemlich ähneln. Aber noch viel seltsamer, dass dieser Sreczko Noack am 8.2.1964 geboren wurde. Und schauen wir einmal, wann Dr. Andreas Noack angeblich auf die Welt kam. Hier die Todesanzeige von ihm. Geboren am 3. Mai 1964. Er und Sreczko Noack waren also gleich alt. Am 26.11.2021 verstarb Andreas Noack. Oder verstarb an diesem Tag Sreczko Noack? Stell dir vor, du wärst ein recht bekannter YouTuber und Streamer gewesen und es gäbe unzählige Stunden von Bildmaterial von dir, da du jeden Tag 10 bis 11 Stunden lang online warst und dich mit Leuten über wichtige Themen unterhalten hast. Und dann verwendet man als Bild zu deiner Todesanzeige kein aktuelles Bild, aber auch kein so altes, als dass du darauf noch blaue Augen gehabt hättest, im Gegensatz zu später, wo deine Augen ganz klar braun waren. Kommt vor. Unerwartet verstorben am 26.11.2021 Dr. Andreas Noack mit braunen Augen, nicht blauen, sondern braunen. Allem Anschein nach hat man dann nicht einmal ein Bild genommen, als Andreas Noack schon in Österreich lebte, denn das hier ist, wie ich dir gleich zeigen werde, eindeutig noch die Aufnahmelocation in Deutschland, heißt es wenigstens. Schau dir das hier an. Dr. Andreas Noack, gestorben 26.11.2021. Einen ziemlich imposanten langen Bart hat er da schon im Gegensatz zu dem Bild auf der Todesanzeige beispielsweise, aber auch auf anderen Bildern und Streams hat er noch keinen Bart. Ihm ist dieser Bart in 10 Monaten gewachsen. Gut, er war aber auch erstklassig mineralisiert. Eilmeldung. Dr. Andreas Noack ist nach hinterhältigem Angriff tot, muss das heißen. Was soll das? Nicht gerade chlorreich. Hier noch einmal das Bild, wo er schon einen Bart trägt, anscheinend kurz vor seinem Tod aufgenommen worden. Und hier das Bild seiner Todesanzeige. Kein Bart. Bart. Ob dieser Andreas Noack, der dort starb, auch einen Bart hatte oder keinen. Und ob Sergej Noack Bartträger ist oder nicht, wäre interessant. Und um eins klarzustellen, ich unterstelle hier überhaupt keinem irgendeine Straftat. Ich mache mir nur meine Gedanken, die ich frei äußern darf.
Diese Todesanzeige wurde am 15.12.21 erstellt. Es gibt 24 Gedenkkerzen auf dieser Seite. Schauen wir uns einmal an, was da so steht. Und vor allem von welchem Datum sie sind. 25.02.23, 24.02.23, 30.01.23, 1.01.23, 31.12.22, 15.12.22. Warum keine Kerzen um sein Todesdatum herum, sondern erst 23? Er war ein Spinner und Lügner, hat hier jemand in das Kondolenzbuch geschrieben. Du, UD, deine Botschaften bleiben nun vergessen. Kehren wir noch einmal zu dem gleichaltrigen Srećko Novak zurück, Pustritz 23, er hat die gleiche Adresse, an der sich angeblich auch Dr. Andreas Noack aufhielt. Es gibt hier noch eine GLN-Nummer auf dieser Seite zu der Firma mit dem Namen Srećko Novak. Und auch über diese GLN-Nummer lassen sich zusätzliche Informationen ermitteln. Über die Seite gpeer.de. Dort gibt man die Nummer ein und schon erhält man bestimmte Informationen. Schau dir das hier an. Das Unternehmen mit dem Firmennamen Srećko Novak. Letzte Änderung 1.12.2021. Am 26.11.2021 soll Andreas Noack verstorben sein. Einige Tage später gab es Änderungen an der Firma Srećko Novak. Warum? Novak und Noack, aber es geht noch weiter, denn unter genau der gleichen Adresse ist noch eine andere Firma eingetragen. Alexander Novak, Pustritz 23. Ich frage mich, wenn man so eine Firma hat, dann will man doch erreichbar sein. Warum gibt es hier keine Telefonnummer oder eine E-Mail? Man kann ihm überhaupt nicht schreiben, dass man ihn beauftragen wollen würde, um etwas zu erledigen. Entgeltlich. Diese Firma wurde am 27.03.2015 gegründet. Die Firma von Srećko Novak am 23.05.2017. Es gibt dort in diesem Haus also zwei unterschiedliche Firmen plus was auch immer Andreas Noack dort tat plus die ganzen Leute, die er dorthin lockte, mussten auch alle dort unterkommen in diesem Haus. Wie kann man Alexander Novak erreichen? Gar nicht. Wie kann man Srećko Novak erreichen? Überhaupt nicht. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Hier, Kummer Herbert Erdbau. Telefonnummer und E-Mail-Adresse stehen direkt dabei. Ihn kann man beauftragen, Erdbauarbeiten durchzuführen. Alexander Novak oder Srećko Novak oder Dr. Andreas Noack nicht. Ein Dr. Andreas Noack ist in dem Firmen-ABC unter dieser Adresse überhaupt nicht zu finden. Srećko Novak allerdings schon. Auch. Es gibt aber keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse. Was soll das für eine Firma sein? Wie will der irgendwelche Aufträge bekommen? Will er das überhaupt? Gibt es ihn überhaupt, Klammer auf, noch, Klammer zu? Gehen wir wieder zum Grundbuchauszug, den ich ja anfangs kaufen wollte. Und das werde ich auch tun. Schau dir das hier an. Es gibt zu dieser Liegenschaft
Eine Sterbeurkunde mit dem Datum 21.11.2005. Scheinbar ging dieses Anwesen damals noch einmal in einen anderen Besitz über, aber seitdem nicht. War Andreas Noack Besitzer von Pustritz 23 in St. André? Man müsste es annehmen, denn wenn er dort eingemietet war, halte ich es für unwahrscheinlich, dort x-beliebig viele, recht junge teilweise, aber auch ältere Menschen aufnehmen zu dürfen, ohne irgendwelche Konsequenzen vom Vermieter dafür erwarten zu müssen. Man mietet sich doch nicht irgendwo in den Bergen ein solches Anwesen an. Vor allem nicht, wenn man unabhängig werden will, dem Great Reset entkommen will, dann legt man sich das doch zu und mietet sich nicht dort ein. Ich kaufe nun den Grundbuchauszug. Und hier ist er auch schon verfügbar. Das wird sehr wahrscheinlich interessant. Hier ist die PDF davon. Republik Österreich Grundbuch, Auszug aus dem Hauptbuch. Man kann diesen Auszug ohne Registrierung für jedes Anwesen in Österreich beantragen, gegen eine geringe Gebühr. Es ist öffentlich, also darf ich es auch zeigen. Hier steht, die Einlage wurde gemäß der Verordnung umgeschrieben am 7.5.2012. So lange kann Andreas Noack dort noch auf gar keinen Fall wohnen, meiner Meinung nach. Hier ist es, 1787, 1831, Pustritz 23. So, und hier steht, wem diese Liegenschaft gehört. Anteil 1 von 1, also in komplettem Besitz von einem Robert Freier. 1973 geboren, Höhenstraße 34, Kainbach, 8301. Es gibt dann verschiedene Pfandurkunden. Am 24.03.2017 700.000 Euro Pfandrecht auf diese Liegenschaft. Und der 24.03.2017, das war 2015 am 27.03., als Alexander Noack dort offiziell seine Firma gründete. Hier der zweite Eintrag, 24.05.2017, 300.000 Euro. Srećko Noack, 23.05.2017. Einen Tag nach der Gründung der Firma Srećko Noack wurde eine neue Pfandurkunde ausgestellt. Es lässt sich also aus diesem offiziellen Grundbuchauszug Österreichs ermitteln, dass ein Dr. Andreas Noack in keinster Weise auch nur Anteilhaber dieser Liegenschaft war. Er müsste sich also dort eingemietet haben und zusammen mit der Firma Srećko Noack und der Firma Alexander Noack sein lustiges Ringelreihen dort vollführt haben mit, lass mich mal schätzen, 10 bis 20 anderen, die er dort nach Kärnten gelockt haben will, um dort den Ausstieg zu wagen. Es gibt also dort
zwei Firmen, beziehungsweise drei, wenn man Noack noch dazu zählt. Und dort lebten 30 Menschen etwa, die dort alle schlafen mussten und essen mussten und alles andere, was noch so anfällt, auch. Keinem in der Nachbarschaft und Umgebung ist dort irgendetwas in dieser Weise aufgefallen. Schauen wir uns nun den Besitzer von Pustritz 23 an, Robert Freier. Auch er ist als Firma hier angegeben. Handelsgewerbe, Juwelen, Uhren, Kunst, Antiquitäten und Briefmarkenhandel. Seit dem 12.11.2008. Auch hier gibt es eine GISA-Zahl und GLN-Nummer. Schauen wir nach, was sich herausfinden lässt. Hier die Adresse von ihm. Letzte Änderung an diesem Unternehmen, 15. März 2021. Diesem Robert Freier gehört also Pustritz 23, wo Andreas Noack angeblich verstarb. Was lässt sich über ihn finden? Hier ist er ein Holzgestalter. Und hier, zusammen mit Diplom-Ingenieur Johann Rathmanner, Experte für Revitalisierung. Das erscheint mir sonderbar. Dieser Johann Rathmanner war Autor, Architekt, 2014 verstorben. Er brachte zusammen mit einem Alexander Schmiederer das Buch Altbausanierung heraus. 1941 wurde Johann Rathmanner geboren, 2014 verstarb er. Schauen wir uns Alexander Schmiederer an. Das Buch Altbausanierung erschien 2011 oder früher. Hier steht, er habe mehr als 10 Jahre Berufserfahrung, okay. Aber wieso war oder ist Johann Rathmanner bei diesem Robert Freier gemeldet? Sehen wir uns nun das Gedenkvideo zum Tod von Andreas Noack an. Es geht hier um die Gedenkfeier am Vorabend seiner Bestattung. Es hieß, sie würden dann von dort aus mit Fackeln runter zur Kirche wandern, um ihn dann morgens dort zu beerdigen. Und erstens siehst du hier, dass dieses Gebäude hinter dem Mann kein Wohnhaus ist. Dort sind aber beide Firmen, Alexander und Sreczko Noack, angemeldet. Und was soll das hier für ein Mann sein? Was hat der für ein Problem mit seinem Gesicht? Dass er es nicht zeigt, meine ich nämlich. Für mich sieht das aus wie eine Faschings-Spaßbrille mit Nase und Bart. Ist das Andreas Noack, Sreczko Noack, Alexander Noack? Hier lag ja einiges an Schnee und sie wanderten also dann diese ganze Strecke zusammen mit einem Gehbehinderten durch diesen Schnee, die ganze Nacht oder beziehungsweise bis zum Morgengrauen, denn da kamen sie dann dort an, um Andreas Noack zu bestatten. Bestimmt ziemlich kalt, die ganze Nacht durch den Wald zu wandern, die Hosen mit Schnee versaut
eine Fackel haltend, runter zur Filialkirche Maria Heimsuchung, um Andreas Noack dann dort auf dem nicht etwa staatlichen, sondern kirchlichen Friedhof zu bestatten. Ich denke, man müsste dafür Mitglied der Kirchengemeinde sein, also katholisch nehme ich einmal an, oder von mir aus auch evangelisch, das spielt keine Rolle. Er hätte dürfen nicht aus der Kirche ausgetreten sein, denn ansonsten wäre wohl eine Bestattung auf dem unweit gelegenen staatlichen Friedhof vorgesehen gewesen. Und ich sage dir eins, nicht einmal auf einem staatlichen Friedhof würde das, was du hier siehst, klar gehen. Auf einem kirchlichen, mit Sicherheit auf gar keinen Fall. Was ich genau meine, sage ich dir gleich, aber sieh nur, es ist jetzt schon hell. Die Fackel brennt immer noch und Andreas Noacks Symbol, seine Arche Noack, ist auf dem Sarg zu sehen. Und was vor allem noch zu sehen ist, ist, dass dieser Sarg auf dem Boden steht und das ist verboten. Das ist pietätlos, das macht man nicht. Ein Sarg mit einem menschlichen Leichnam darin darf niemals einfach so auf dem Boden stehen. Er muss immer aufgebahrt sein, auch im Leichenhaus, im Schauhaus, neben dem Grab vor der Bestattung, steht er auch nicht auf dem Boden. Und, was du noch gleich sehen wirst, ist die Anzahl der Griffe am Sarg, denn das spielt auch eine Rolle. Ist man finanziell nicht gut ausgestattet und das Begräbnis wird durch den Staat finanziert, dann bekommt man einen Sarg, der nur 4 Griffe hat, da der Staat dann auch nur 4 Sargträger bezahlen muss. Normalerweise hat ein Sarg 6 Griffe, 3 auf jeder Seite. Dieser hat 4 Griffe. Und ein, ich nenne es einmal, weil Sie es auch so nennen würden, heidnisches Symbol, liegt oben auf. Darf man das auf einem kirchlichen Friedhof? Oder wäre es auf einem staatlichen nicht schon eher denkbar? Meiner Meinung nach, in einer solchen österreichischen Gemeinde wäre es, denke ich, nicht machbar. Ein Kreuz muss dort sein, wenn überhaupt. Mir kommt es so vor und bitte denke nicht, ich sei pietätlos, als gäbe es dort dieses Zeichen auf dem Sarg, damit man auch ganz genau weiß, dass Dr. Andreas Noack darin liegt. Beerdigt wird er übrigens genau zwischen diesen 2 Männern im Hintergrund. Und nun zeige ich dir, was seine schwangere Frau gemacht hat, während dieser sogenannten Grabrede, wo sie auf dem Boden sitzt neben dem Sarg und etwas vorliest. Sie faltet dann die Seiten zusammen. In ihrer Trauerkleidung und stützt sich tatsächlich beim Aufstehen auf dem Sarg ab und drückt sich weg. Hier siehst du es, 4 Griffe, 2 auf jeder Seite, ein Begräbnis eines armen Mannes. Und als wäre das noch nicht genug, wird er dann auch noch so unsachgemäß in die Erde überführt. Der Boden war gefroren, man wird dann erst einmal nicht so tief bestattet und wenn das Wetter wieder besser ist, würde das Grab dann endgültig ausgehoben werden und der Sarg dann tiefer erneut bestattet werden. Dennoch steht er hier schief. Krumm und schief. Im Loch. Und diese hochschwangere Trinity, wie sie sich nennt, stützt sich dann ab
auf dem Sarg. Was ist mit ihr? Wie geht es dem Kind? Was ist mit all denen, die dort zu Noah gekommen sind und dort einen Neuanfang starten wollten? All die, die er dorthin zu bewegen gesuchte. Ich habe nun noch Aufnahmen, die jemand dort gemacht hat am 28. Dezember 2021. Die ganze Zeit wollte ich sie nicht zeigen, aus Gründen der Pietät. Nun zeige ich dir das Grab von Andreas Noack. Hier ist klar zu sehen, dass es der kirchliche Friedhof ist, nicht der staatliche in St. André. Und genau hier ist das Grab von Dr. Andreas Noack, abgedeckt mit Zweigen, und anstatt einem Kreuz steht das Symbol von Arche Noack auf dem Grab, und zwar vor einer Wand, die scheinbar vor kurzem neu verputzt wurde. Die Grabkerze ist aus. Nebendran brennt sie. Und auf beiden Seiten des Grabes zu erkennen die abgebrannten Ascheüberreste der Fackeln. Dieses Video wurde am 28.12. aufgenommen. Warum war nicht einmal jemand dort und hat das wenigstens weggemacht? Das ist doch auch nicht korrekt. Warum sorgt keiner dafür, dass diese Grabkerze wenigstens brennt? War er ihnen so wenig wert, als dass sie nun dort scheinbar immer noch leben können in Pustritz 23, aber nicht die Zeit oder Intention verspürten, dort noch einmal hinzugehen, um ein wenig aufzuräumen? Ob diese ganzen Aussteiger immer noch dort wohnen in Pustritz 23, zusammen mit Sreczko und Alexander Noack, aber ohne Andreas Noacks vier Kinder, die er schon vor der Geburt seines fünften Kindes mit dieser Trinity hatte. Die waren dort scheinbar nicht. Sie lebten dort ja zur Miete. Die Liegenschaft gehört Robert Freier. Wer zahlt nun die Miete dort? Wer macht mal diese Grabkerze an? Hier kannst du sehen, dass es genau an der Stelle war, die man auch in dem Gedenkvideo sehen kann, denn hier ist dieser kleine Unterstand, wo Andreas Noacks Sarg auf dem Boden stand und beweint wurde von seiner hochschwangeren Frau Trinity, die sich dann beim Aufstehen auf dem Sarg abstützte. Genau dort, wo die Mauer anders ist als sonst überall, prangt das Zeichen von Asche Noack auf dem Grab desselbigen. Daneben, seit Wochen, muss man sagen, die abgebrannten Überreste der Fackeln, die sie dort im Angedenken ihres liebsten Seelenbruders Dr. Andreas Noack aufgestellt hatten. Warum waren Sreczko und Alexander Noack nicht auf der Beerdigung dabei? Hatten die keine Zeit? Hatten die etwa Aufträge erhalten? Andreas Noack verstarb, heißt es, am 26.11.2021, und zufälligerweise stürmte die Polizei am 20.11.2020 während eines Livestreams von Dr. Andreas Noack seine Wohnung, Maschinengewehre und vermummte Polizisten, ein Spezialkommando,
Niemandem sonst ist das passiert, nur Dr. Andreas Noack. Während eines Livestreams im mittelfränkischen Fürth geschah es, ist hier zu lesen. Die Polizei Mittelfranken berichtete. Und es gibt hier auch den Ausschnitt von genau dieser Aktion und hier ist der Hintergrund zu erkennen, vor dem er immer gestreamt hat. Das hier ist in Fürth. Bedenke, dass er ein Jahr später einen sehr langen Bart hatte und schon in St. André, Pustritz 23, lebte oder zumindest dort umkam. Hier noch einmal sein Bild der Todesanzeige. Ich frage mich, wie Srećko Novak wohl aussieht. Andreas Noack scheint es sich auch zu fragen. Hatte er vielleicht keinen Bart und etwas längere blonde Haare? Sah er vielleicht auch so aus wie Andreas Noack? Immerhin waren sie gleich alt und haben fast denselben Nachnamen, haben die gleiche Adresse. Fragen, die keine Anschuldigungen sein können. Schauen wir uns nun diesen persönlichen Meetingraum von Andreas Noack vor 2 Jahren gestreamt, genau am 31.12.2020, also etwa einen Monat nach dem Vorfall der Stürmung während des Livestreams. Immer noch rasiert, hat er sich einen Monat lang den Bart schon mal nicht wachsen lassen. Im November war er ziemlich bärtig. Und das hier ist Pustritz 23. Und das hier ist in Fürth. Er hatte Glück und konnte ein Haus ähnlicher Einrichtung anmieten. Auch hier diese alten Eichenholzbalken. Und auch die ganz tiefen Themen. Er ist hier noch in Fürth, heißt es. Er muss aber auch zu diesem Zeitpunkt das Haus in St. André schon angemietet haben, obwohl er selbst noch aus Fürth Livestreams übertrug. Denn es gibt dort schon diese WG, wo auch seine Frau ist, seine Freundin ist, die dann schwanger wurde. Er ist aber hier noch in Fürth. Oder nur ein Zimmer nebendran. Man weiß es nicht. Warum gibt es dort in Kärnten schon die WG? Alles scheint häuslich eingerichtet zu sein. Schau dir, wie sie dort schon leben. Die Lavantaler. Warum ist er nicht dort? Seine Freundin aber schon. Warum sind dort sehr viele sonderbare Menschen? Die andere überzeugen wollen, auch dorthin zu kommen. Wieso sitzen sie hier gemütlich herum im Dezember, wenn sie doch Selbstversorger sein wollen? Was arbeiten die dort? Was machen die dort? Sind das Bauern? Wo sind die Felder? Was soll das? Warum wollen die diese Frau dorthin locken? Und sie zweifelt und fragt sich, wie das funktionieren soll und was sie dort arbeiten. Eine Antwort erhält sie nicht. Sie soll kommen. Warum? Wann zog
Dr. Andreas Noack dann endgültig ausführt, wo es ganz ähnlich aussieht, was die Eichenholzbebalkung angeht, nach Kärnten, wo seine Frau und unzählige andere schon lebten. Warum zahlte er dort dann schon die Miete und vielleicht hier in Fürth auch noch? Warum war er nicht schon dort? Was hielt ihn noch in Fürth, wenn doch das Glück in Kärnten auf ihn lauerte? Am 6.01.21 war er immer noch in Fürth. Alles war immer noch genauso eingerichtet wie vorher. Der Bart ist auch nicht viel länger geworden. Und warum scheint er sehr wenig zu supplementieren in letzter Zeit? Wirkt er doch keineswegs mehr wie ein Händler von Nahrungsergänzungsmitteln. Warum ist er nicht hier schon in Pustritz 23 St. André, wo seine Freundin ist? Warum überträgt er immer noch aus Fürth? Und warum kommt der ewige Mungo damit durch, gerade so, als gäbe es hier irgendetwas, das man herausfinden könnte? Denn wäre die Weste doch weich und weiß, könnte man doch gegen ihn angehen. Oder ist die Weste nicht weich und weiß, aber dafür nutzt man Faschingsutensil, Spaßbrillen-Nasenbärte. Ein richtig pietätloser Mann, dieser Srećko Noack, dort an dem Tag vor der Bestattung seines gleichaltrigen Mitbewohners, nenne ich es einmal. Einen solchen Auftritt zu bringen, hier mit einer solchen Verkleidung aufzuwarten. Warum soll man ihn nicht erkennen, diesen Srećko Noack? Dancing with Demons. Ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.